Hallo und herzlich willkommen. Ja, heute am 1. März 2024 hat mich doch die Sonne aus meiner Wohnung rausgelockt. Nachdem es heute Morgen so ein bisschen geregnet hat, war ich erst skeptisch. Aber als die Sonne rauskam, habe ich dann mein E-Bike genommen und möchte heute eine kleine Tour machen. So von Ennepetal-Förde über Meininghausen, die Kehr runter nach Gevelsberg, von Gevelsberg an der Ennepe entlang Richtung Hagen-Haspe, von Hagen-Haspe über die Kleinbahntrasse Richtung Hasper Talsperre, einmal um die Hasper Talsperre drumherum und von da aus dann wieder zurück nach Ennepetal-Förde. Ja, wenn euch das interessiert, würde ich euch gerne mal mitnehmen. Im Hintergrund kann man noch den Turm oder den Schornstein von dem Kraftwerk in Herdecke sehen. Der wird zurzeit abgebaut, weil das Kraftwerk nicht mehr in Betrieb genommen wird. Ist eigentlich ein Wahrzeichen, das man von weithin sieht. Ich stehe jetzt hier in Förde Nord. Ja, und man kann das von da aus sehen. Ja, ich bin jetzt in Förde Nord und eine wunderschöne Fernsicht von hier aus. Ja, ich bin jetzt hier auf Meininghausen und der Blick ins Ruhrgebiet über Gevelsberg und im Hintergrund kann man noch den Schornstein vom Kraftwerk in Herdecke sehen. Hier fahren sie jetzt LKWs her. Ich bin jetzt hier in Gevelsberg in der Seufzerallee hinter der Firma ABC und der Bahnhofstraße oder Milzbachstraße. Die Ennepe hat wieder normal Wasser. Keine Überschwemmung mehr.
bin jetzt auf der Brücke bei der AVU, Allgemeines Versorgungsunternehmen, was uns mit Strom und mit Wasser versorgt. Ja, und was man hier sieht, ist immer noch die Ennepe. Ja, was man noch so mit alten Maschinen doch noch machen kann, dass sich die Leute darüber erfreuen. Und immer schön an der Ennepe entlang. Ich bin jetzt hier in Hasperbach auf dem Weg Richtung Verneis bzw. Haspertalsperre. Das war das Fahrrad während der Bewegung. E-Bike. Ja, das war das Viadukt am Plessen. Ja, ich bin jetzt kurz vor der Haspertalsperre. Geht ganz schön berghoch.
Der Spiegel von der Haspertalsperre, der fällt wieder, weil die war vorige Woche noch am Überlaufen. Aber wie ihr seht, jetzt nicht mehr. Fast die schönste Stelle an der Haspertalsperre. Aber da, über diesen Standpunkt kann man streiten. Aber schön Blick auf dem Wasser. Mit zwei Bänke. Der Punkt mit der schönen Aussicht am anderen Ufer. Oh. Die Sonne scheint, aber im Schatten ist das richtig kalt. Die Staumauer wieder mal. Einmal rundherum. Ja, ich bin jetzt kurz vor Ennepetalförde. Also nicht mehr weit zu Hause. Mit dem weißen Pferd bin ich schon spazieren gegangen.
das war die Tour heute. Und ich wollte mich noch recht herzlich bei euch verabschieden. Und ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.